Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, liebe Frauen! Das Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen wurde heftig kritisiert und war auch sicher keine leichte Geburt. Aber das hat so manche Mutter schon erlebt, und das Kind hat sich dann prächtig entwickelt. Erlauben Sie mir daher eine Bemerkung vorab. Wenn wir lange und intensiv über ein Vorhaben diskutieren und wenn verschiedene Gruppen mit Herzblut ihre Interessen vertreten und am Ende einen Kompromiss finden, dann ist das für mich kein Zeichen von Schwäche oder politischer Inkompetenz, sondern genau das Gegenteil. Ein Beispiel dafür, wie Politik nun einmal ganz praktisch funktioniert, zumindest in einer intakten Demokratie. Und dort, wo Gesetze per Dekret von oben erlassen werden, dient das in aller Regel nicht den Frauen und schon gar nicht dem Ziel der Gleichstellung. Ich habe es hier schon mehrfach gesagt und ich wiederhole es gerne immer wieder. Die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern schließen wir nicht mal eben mit einem Gesetz und überhaupt mit keinem Einzelgesetz. Das sehen wir am Beispiel von Skandinavien mehr als deutlich. Transparenz alleine oder irgendeine politische Maßnahme allein führt nicht zum Ziel. Die unbequeme Wahrheit lautet, die Lohnlücke schließen wir mittelfristig nur mit einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung. Wir müssen junge Frauen von Anfang an stärken und sie viel früher in Sachen Beruf und Finanzen informieren. Und wir müssen bei allen Maßnahmen immer auch den Arbeitsmarkt im Blick haben. Denn in Zeiten von hybriden Arbeitsverhältnissen und gebrochenen Erwerbsbiografien gehen manche Regelungen, die wir hier beschließen, an den eigentlichen Bedürfnissen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorbei, oder sie sind schon wieder überholt, bevor sie erst in Kraft treten. Auch wenn dieses Gesetz also nicht die Lösung der Entgeltfrage bringen wird, hat es bereits jetzt einen gar nicht unwichtigen Zweck erfüllt. Wir reden über Gehälter und Transparenz, und zwar öffentlich und auf allen Ebenen. Ich erwarte hier durchaus eine gewisse Signalwirkung, ähnlich wie bei der Quote, die ja zunächst auch nur belächelt wurde. Und jetzt stellen wir fest, dass sie dort, wo es sie gibt, wirkt und dass trotzdem und völlig überraschend die Welt nicht untergegangen ist. Wenn wir über dieses Gesetz reden und wenn wir durch dieses Gesetz über Gehälter reden, müssen wir aber auch so ehrlich sein, ein paar unangenehme Fragen zu stellen an die Wirtschaft, an die Politik und vor allem an uns selber. Denn natürlich könnten unterschiedliche Gehälter innerhalb einer Entgeltgruppe ein Zeichen von Diskriminierung sein. Viel spannender ist aber doch die Frage, warum jemand wo eingruppiert wird und wie ich aus einer Entgeltgruppe in die nächste aufsteige. Damit sind nämlich oft die Bedingungen vorgegeben, die im Laufe des Berufslebens weiter verstärkt werden. Und noch schwieriger wird die Bewertung über Berufe und Branchen hinweg. Auch hier müssen wir endlich so ehrlich sein, den Finger in die Wunde zu legen. Die typischen Frauenberufe werden nicht nur von Arbeitgebern oder von den Sozialpartnern unterbewertet, sondern von allen, die diese Dienstleistungen gerne in Anspruch nehmen, aber nicht wirklich bereit sind, dafür auch anständig zu bezahlen. Und auch heute noch gilt, Familienarbeit, Pflege, Erziehungsarbeit gilt als eine Leistung, die Frauen quasi selbstverständlich und natürlich unbezahlt erbringen sollen. Und wenn wir heute den Bericht über die Schwarzarbeit in Haushalten gesehen haben, geht dieser Schritt noch viel, viel weiter. Auch die Frage nach den Rollenstereotypen, die ja unbestritten zum Pay Gap beitragen, bringt ein paar unangenehme Antworten mit sich. Inzwischen belegen nämlich zahlreiche Studien, dass diese Rollenstereotype nicht nur in den Köpfen der Männer, sondern genauso gut in den Köpfen der Frauen verfestigt sind. Ein US-amerikanisches Fachblatt hat soeben Studienergebnisse veröffentlicht, wonach Frauen und Männer gleichermaßen dazu neigen, Frauen pauschal geringere Löhne zuzugestehen als den gleich qualifizierten Männern. Solche unangenehmen Wahrheiten und verfestigten Rollenbilder lösen wir natürlich nicht
mit einem Entgelttransparenzgesetz auf. Aber ich bin überzeugt, dass das Gesetz mit seinem Mehr an Transparenz dadurch dazu beitragen wird, diese Lücken zu verbessern. Wenn wir uns häufiger mit den unterschiedlichen Gehältern von Männern und Frauen und mit den Gründen für diese Differenzen beschäftigen, erkennen wir den Wert der eigenen Arbeit und der Arbeit anderer womöglich besser. Und wir müssen Frauen dazu bewegen, aktiver zu werden. Ich weiß, dass aktiv werden immer unangenehmer ist, als wenn der Gesetzgeber alles regelt. Aber, meine Damen und Herren, das Entgelttransparenzgesetz ist eine Etappe auf dem Weg der Gleichstellung, den Feministinnen seit der Einführung des Frauenwahlrechts beschritten haben. Das Ziel dieses Gesetzes ist es, Entgelttransparenz und dadurch Entgeltfairness im Sinne einer leistungsgerechten und geschlechtsunabhängigen Entlohnung. Damit hätten wir dann in der Tat gar nicht so wenig erreicht und einen gar nicht so kleinen Schritt auf dem Weg der Gleichstellung getan. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Groden-Kranich. Und darf ich es noch mal versuchen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die interessanten Debatten, die Sie hier im Hintergrund führen, die entweder draußen zu führen oder sich hinzusetzen. Das gilt auch für die grünen Männer, die so engagiert reden da vorne. Und Frauen. Und Frauen? Na, das sind aber nur Männer da vorne. Ja. So. Also ich bitte Sie, dem letzten Redner in dieser Debatte Ihr Gehör zu schenken. Und der letzte Redner in der Debatte ist Paul Lehrieder für die CSU-CDU-Fraktion.